Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa V3 Killing Harmony. Dieses Lied ist so schön. Einer der besten Tracks in diesem Spiel, aber auch Becoming Friends und Nightmare in the Locker und das Lied beim Class Trial. Oh, das ist alles so gut. 42%. Ja, deine Maske. Ja. Wir sind Kokichi bisher noch nicht über den Weg gerannt. Ich frage mich, wo er hin verschwunden sein könnte. Wenn er nicht im Hof ist, dann ist er vielleicht innen irgendwo. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber offensichtlich ist Kokichi ziemlich gut im Suchen und Verstecken. Versteckspiel. Wenn er es ernst damit meint, sich vor uns zu verstecken, dann wird ihn zu finden wahrscheinlich ein bisschen problematisch. Problematisch? Warum siehst du so überrascht aus? Nichts, es ist gar nichts. Bitte sag es mir. Du musst nicht zögern. Nach all dem sind wir doch Freunde. Ja, tatsächlich würde ich Kibo als meinen Freund bezeichnen. Nun, ich habe nur gedacht, vielleicht... Achso, vielleicht, dass ein Roboter einen Menschen finden kann. Du immer mit deinem Robophobic. Shuichi, du versuchst doch nicht mal mehr, deine Robophobia da zu verstecken. Was? Wirklich? Wie auch immer, Shuichi. Dieses schwarze Objekt, das so verdächtig aussieht. Nicht wahr? Das eine mit der roten Border. Guck ich mal. Achso, mit der roten Grenze. Border, ja. Weil Border Control, ja, warum bin ich nicht selbst drauf gekommen? Ja. Es gibt Serien, mehrere, die Border Control Australia, wie auch immer, und so heißt. Und da sind diese Grenzwächter. Die verhindern, dass das eingeschmuggelt wird. Ja, warum bin ich nicht selber drauf gekommen? Sorry, dass ich so dumm bin. Okay. Eine schwarze. Was hat er jetzt geschaut? Was zum Henker? Sieht aus, als ob es das für Kaito wäre. Moment, was hast du gesagt? Schwarzes Objekt mit roter Grenze, oder? Dieses schwarze Objekt im Gras. Da drüben sieht verdächtig aus. Meinst du nicht? Du weißt schon, dieses Objekt mit der roten Grenze. Okay, im Gras. Habe ich eigentlich noch gar nicht drauf geachtet, aber danke für den Tipp, Kebo. Die Frage ist nur, wo meint er jetzt? Es könnte theoretisch gesehen auch im Hinterhof sein, also im wirklichen Hinterhof. Oh, da ist Himiko. Ja komm, ich rede mit dir, weil ich glaube, du bist diesmal nicht mehr so ätzend. Sie starrte auf Tenkos Labor. Ich sollte sie allein lassen. Hey, Shuichi. Was ist denn, Shuichi? Starr mich nicht so viel an. Sonst werde ich nur noch schöner. Ah, ich verstehe. Ist sie... ja, embarrassed? Fühlt sie sich peinlich berührt? Verlegen, meine ich? Ist sie verlegen? Wegen etwas, was ich gesagt habe? Sehe ich so aus, als ob ich... erröten würde? Was? Zuvor... Niemand konnte sagen, dass ich erröten würde, richtig? Ah, das stimmt, ich erinnere mich.
Ah, okay. Stimmt, da war ja was. Ja, du siehst gerade, schaust gerade ein bisschen verlegen aus. Okay. Dann behalte es für dich. Himiko versucht sich wirklich zu verändern. Ja, dann ist sie nicht mehr ganz so ätzend wie zu Beginn. Das ist ja schon mal etwas. Warum rennt Shuichi so schnell? Aber ich glaube, Kaede lief schneller, oder? Weil ich habe mir ein paar von den ersten Folgen wieder angeguckt und ganz im Ernst, das erste Kapitel ist einfach das Beste. Ich dachte schon, es stürzt ab, wehe. Okay, was Schwarzes an der roten Grenze. Vielleicht da irgendwo. Weil das sieht auch so verdächtig aus. Die Musik ist so gut. Da ist so ein Robotertierchen. Genau, ein Robotertierchen. Oh, super. Kann ich rundherum latschen. Ich frage mich, ob hier noch irgendwo Monokumas rumliegen. Was Schwarzes in der Wiese mit an der roten Grenze. Warum stehen hier lauter so komische Dinger? Das sieht aus wie diese Raumkapsel da von den Saiyajins aus Dragon Ball Z. Deswegen erinnert die mich irgendwie an Kaito. Okay, hier wird auch was gebaut. Es wird erweitert. Oh, das Ding hier wird kaputt gemacht. Und Kaede ist nicht da, um das alles mitzubekommen. Aber ich glaube, nach den ganzen Hinrichtungen und so weiter, bin ich irgendwie froh, dass sie nicht da ist. Sonst müsste sie durch dieses ganze Bromborium, durchlaufen. Und dann wäre sie noch fertiger mit den Nerven. Finde ich zwar schade, dass sie nicht lebt, aber vielleicht ist es besser so. Ihretwegen. In der Wiese was Schwarzes und an der roten Grenze. Kebo, ich habe keine Ahnung, was du meinst. So, das sind diese komischen Laternen, oder was das sein soll. Was war das? Achso, ich dachte, das wäre ein Monokuma. Da? Achso, direkt neben ihm. Oh, ich Depp. Sieht aus, als ob es von Kaito wäre. Oder von Kibo eventuell. Dieses Gebäude ist einfach so erschienen. Was hast du mit meinem Labor gemacht? Das hat mich super tief getroffen. Oder ist super tief eingeführt oder so. Moment, wenn das Kibos Labor ist. Und das direkt neben Mios Labor steht. Oh mein Gott. Ich bin ziemlich sicher, dass dieses seltsame Gebäude ein ultimatives Labor ist. Von den Maschinen und dem ja, Sci-Fi-Gefühl hier würde ich mal schätzen, es ist Kibos Labor. Gut, ich werde mal nachsehen. Das Labor des ultimativen Roboters. Maschinenfabrik oder? Wow, geil. Mio muss ja abgehen. Sieht so aus wie der Haupteingangsraum für einen Roboter. Hier sind überall Maschinenteile. Das ist definitiv Kibos Labor. Komm, Mio. Komm, du gehst hier drauf ab, oder? Bist eine Erfinderin.
Ich glaube, Kazuichi würde ja auch total abgehen. Der ist ja ein Mechaniker. Und Erfinder und Mechaniker sind zwar nicht dasselbe, aber sehr ähnlich. Aha, das ist verdammt geil. Seht euch mal diese ganzen Aufrüstungsteile an. Ja. Jetzt hast du, glaube ich, wirklich einen Orgasmus. Ah, du siehst so wunderschön damit aus, Kibu. Ich möchte, dass du viele süße Geräusche von dir gibst. Please stop. Hör auf! Erwähnt das Ding nicht direkt vor Shuichi. Ist das... Ist Kibo wegen irgendwas verlegen? Ja. Wessen Labor ist das? Hä? Ist das nicht deins? Ich möchte das nicht. Ich möchte diese Art von Sci-Fi-Technologie nicht. Können wir jetzt gehen? Aber hier gibt's doch einen Haufen Dinge, die dir bestimmt helfen könnten. Du solltest dich doch umsehen. Nein, ich möchte nicht unterstützt werden von, ja, Sci-Fi-Technologie. Wir sollten uns nicht länger auf die Kraft von Sci-Fi oder Ähnlichem verlassen. Ja, verlassen, das war das Wort. Würde das dich nicht auch mit einbeziehen, Kibo? Wie auch immer. Ich würde mehr japanische Themen bevorzugen. Weil ich das Essen nun mal am liebsten mag. Isst du auch irgendwas anderes? Was hat er gerade gesagt? Verdammt, jetzt habe ich gelabert. Selbst wenn ich es nur anstarren kann. Also, wie kannst du dann irgendein Essen bevorzugen? Vielleicht sieht's schön aus. Bis zum Mittagende! Achso, ich mag ein paar Kimonos in meinem Labor und ein... Porch with Windchimps. Hier... So ein Kanal mit Windrädern? Klingt eigentlich nett. Ja, das wäre wirklich nett. Es sieht nicht so aus, als ob Kibo dieses Labor hier wirklich benutzen will. Nun, es steht ihm frei, das zu tun. Nichts, was sich daran ändern könnte. Aber Mio geht hier total drauf ab. Ja, nur ein Monitor. Kann ich hier was wegballern? Ja, weg mit dem Stuhl. Und der Arm da. Nee, doch. Bringt Münzen. Noch was? Das ist Mio Iruma. Der Arm da. Hau ab. Ich wette, das da wäre sein Bett. Aber sonst nichts mehr? Hier in dem Labor ist es schwer zu sehen. Sag was dazu. Das Gesicht hier mag ich irgendwie. Auch wenn sie da irgendwie sexbesessen aussieht, aber okay. Gut, den Text kennen wir. So, ich muss jetzt noch was finden. Also, Shuichis Labor fehlt, Kaitos Labor fehlt. Tsugumis Labor fehlt. Was habe ich denn noch? Ein Pinsel. Wer ist denn von euch ein Maler? Ja, höchstens Anshi, weil die eine Künstlerin ist, aber es bringt nichts mehr. Wird auf der Karte jetzt angezeigt, wo ich hin muss. Oh, die Musik. Herrlich! Hm. Genau da! Stimmt ja, das gab's auch noch. Moment, war da gerade Tenko? Was? Hab ich mich verguckt? Ja, du? Nee, Maki!
Die müsste irgendwo stehen. Da. Wieso stehst du da? Ich wollte dieses Stockwerk nach verdächtigen Objekten untersuchen, aber... Hast du vielleicht mitbekommen, dass da eine Schriftrolle über diesem Schreintor hängt? Da steht doch gar nichts drauf geschrieben. Ja, das hat mich letztes Mal auch schon gestört. Beschäftigt. Das ist seltsam. Das... ist wahrscheinlich alles für diese Atmosphäre hier gemacht. Guck mal nach, ob du diesen Müll hier einsetzen kannst. Alles klar, überlass das mir. Maki war zuvor noch niemals so kooperativ mit den Untersuchungen. Es muss wohl ernst gemeint haben, was sie nach dem Prozess gesagt hat. Was? Warum machst du so ein widerliches Gesicht? Was? Das war nicht widerlich, oder? Ich war doch nur glücklich. Es ist wirklich nett, dass du mit uns jetzt zusammenarbeitest. Ja, das finde ich wiederum süß. Oh. Nun, im Gegensatz zu Kaito... Es ist nicht alles Gespräch. Ich folge einfach nur... Achso, ja, ich habe einfach nur meinen Entscheidungen gefolgt. Maki? Okay, wie du meinst. Oh Mann. Ich meine, ich mag Maki, ja, aber ich würde sie... Tut mir leid, ich würde sie jederzeit gegen Kaede austauschen. So. Ah, gleich direkt ein neues Stockwerk. Vielleicht gibt's da noch mehr Labore. Eine Treppe. Sieht so aus, als ob es nach oben führt. Auf nach oben! Der fünfte Stock, hä? Wie viele Stockwerke hat diese Schule überhaupt? Wahrscheinlich ist das jetzt der letzte, oder? Also das letzte Stockwerk. Wieso bist du hier oben? Du warst doch gerade eben noch unten. Und holy shit, ist das widerwärtig. Du hast 6 Flügel. Sollst du damit einen Erzengel darstellen? Ja, du definitiv ein Teufel? Oh, du hast 6 Flügel. Ich glaube, ein Erzengel hat 6 Flügel, oder? Zumindest hat Seraphimon, also die Mega-Entwicklung von Angemon, hat, glaube ich, 6 Flügel. Und ich glaube, ich habe mal auch gehört, dass Erzengel 6 Flügel haben. Ja. Ich sehe Unterwäsche, ich weiß, wem das gehört. Das gehört doch garantiert dir. Das sieht schon schick aus hier. Warum bist du hier? Das ist ein Auge. Ist das für ein Shuichi? Habt ihr mich alle überholt auf den Treppen oder was ist los? Da ist eine Engelstatue und eine Dämonenstatue direkt neben den Treppen. Kapelle? Keine üblichen Kapellen haben das. Ja, weil... Naja, haben eben keine Teufel. Ja. Dieser Ort lässt mich fühlen, als ob es hier keinen Gott gibt. Aber dann ist das hier. Ist das ein Zufall oder einfach nur Monokumas Sinn für Humor? Okay, Shuichis Labor ist das da hinten wahrscheinlich. Ich meine, es wird eine Lupe abgebildet. Das muss eigentlich seins sein. Deswegen gehen wir zuerst da rein. Ach komm, ich rede mit dir. Es soll ein anständiges Let's Play werden. Auch wenn ich dich hasse, aber... Das ist ein komplett anderes Gefühl im Vergleich zum vierten Stock. Hä? Diese Tür da drüben... Sieht so verdächtig aus... Ja, plain. Farblos. Nee, nicht farblos. Schmucklos. Sieht schmucklos verdächtig aus. Könnte es sein?
Du bist auch so schmucklos. Diese Tür sieht wie ein ultimatives Labor aus. Lass mich mal gucken. Cosplayerin? Ja. Wenn Kaede das sehen könnte. Das ist erstaunlich und es baut sich zu spät auf. Das ist wie ein, ja, Event-Venue, also... Ach so. Ah. Ein, hier. Filmset oder so. Das bedeutet wohl, dass das das ultimative Cosplayer-Labor ist. Lass mich raten, du gehst voll drauf ab, nicht wahr? Selbst mit diesen ganzen Materialien und Werkzeugen... Ist es für mich selbst? Ich verstehe. Cosplayen macht Spaß, wenn man es mit anderen macht, richtig? Ja, es gibt keinen Grund, es selbst zu machen. Nein, danke, ich will es nicht versuchen. Hey, Shuichi, möchtest du es mal versuchen? Komm schon, versuch mit mir zu cosplayen. Nein, ich persönlich halte nichts von Cosplay. Es ist eigentlich sowas wie Fasching, nur dass man es jederzeit macht und... Ich mag es einfach nicht. Wem es gefällt, ja, von mir aus. Soll jeder damit glücklich werden. Ich hege keinerlei Interesse für Cosplay. Und auch nicht für Mangas. Ich habe nur, just for fun, so ein Manga da im Internet gelesen wegen Danganronpa V3. Eben dieses Liebesding zwischen Kaede und Shuichi. Was ich zwar schön fand, aber an sich interessiere ich mich nicht für Mangas. Ich? Ich hasse dieses Wort mittlerweile. Ja, es ist einfach so schmucklos, spaßig, ein erfundener Charakter zu werden. Eine komplett andere Person zu werden und... Ja, dann fühlt man sich wie ein Teil einer komplett anderen Welt. Hör auf zu sabbern, ganz im Ernst. Wisch dir lieber den Mund ab. Klingt das nicht interessant? Möchtest du nicht auch in einer fiktionellen Welt leben? Ja, kommt drauf an, in welcher, na, Mädchen. Aber ich untersuche doch gerade. Dann lass es uns später tun. Lass mich wissen, wenn du dich danach fühlst. Ich helfe dir dabei, dein Lieblingscharakter zu werden. Egal, ob es jetzt von einem Anime, einem Manga oder einem Spiel ist. Hör auf zu zoomen. Verschwinde. Als Sicherheitsabstand. Wie auch immer. Wenn du es erstmal versucht hast, dann wirst du das Cosplay lieben lernen. Okay. Ja. Barset? Boah, weggeboxt. Ich mach dein Labor kaputt. Falsche Taste. Jetzt hat man Kaede gesehen, das heißt, ja... Kaede, warum bist du nicht hier? Ich verstehe es nicht. Weg mit deinem Cosplay-Zeug! Deine ganzen Utensilien fliegen zum Fenster raus. Workshop. Ich will eigentlich nur die Stühle da wegboxen, aber okay. Eine Nähmaschine und eine Werkbank. Vielleicht... ein Ort, wo man... Kostüme... herstellen und reparieren kann. Ergibt schon Sinn. Ich habe jedes Mal den Verdacht, wegen dem Monitor hier in Monokuma zu sehen. Barset. Weg mit euch. Booms. Box alles über den Haufen. Den Tisch auch. Wow, hier ist es schwierig, Münzen zu sammeln. Wenn man die Dinger nicht richtig treffen kann. Sieht aus wie eine Bar. Ist das auch ein Set? Ja. Nun, was weißt du? Was weißt du denn? Es ist wie eine reelle Sache. Shirley, okay. Guck ich mal. Ich wette, Osoma liebt sie. Ich hab's mich verschrieben, ich Depp. Fröhlich.
Ich werde ja auch so mal lieb zu Gumi, weil irgendwie mag er die Figuren, die ich nicht mag und umgekehrt. Tsugumi sprach fröhlich und setzte sich an den Tisch vor der Theke. Hey Shuichi, bist du durstig? Ich kann dir einen meiner, ja, Signature, also meiner Signatur-Cocktails machen, wenn du möchtest. Ein Signatur-Cocktail? Du kannst Cocktails mixen? Bist du ultimative Barkeeperin oder so? Ja, sieht so aus, als ob die Drinks hier alle von Top-Qualität wären. Achso, ich habe viele während meiner Teilzeitjobs gemacht. Mach dir keine Sorgen. Sie werden natürlich nicht alkoholisch sein. Na okay, dann nehme ich ein. Die Musik. Muss das Bild denn jetzt sein? Guckt euch das an. An sich sieht es ja süß aus, aber... Die will mich gerade bekehren. Ich muss standhaft bleiben. Du hast Kaede gekillt, du hast Kaede gekillt, du hast Kaede gekillt. Natürlich habe ich keine Beweise dafür, aber ich habe es mir jetzt schon so in den Kopf reingebrannt. Und ganz im Ernst, wer sollte es sonst sein? Ich bezweifle einfach zu sehr, dass es Kaede war. Und du bist die Einzige, die dazu Gelegenheit gehabt hätte. Deswegen nichts gegen dich, Tsugumi, aber ich gebe dir für alles die Schuld. Und wenn ich falsch liege, dann muss ich mich für alles entschuldigen, was ich das ganze Let's Play über gesagt habe. Ist schon irgendwie traurig. Was ist das für ein Gefühl? Ich fühle mich auf einmal so... Was zum... Ich fühle mich seltsam, besoffen. Zumindest übersetze ich wie ein Besoffener gerade. Warum schreibe ich ein K statt ein B? Wohltätig. Plötzlich fühle ich mich so wohltätig. Das ergibt keinen Sinn. Okay, it's ready. Thank you. Was für eine Art von Teilzeitjobs hat sie überhaupt gemacht? Sie trinkt Mix, genau. Sie mixt Drinks, wie diese. Ja, sage doch, Barkeeperin. Die Musik hat zum perfekten Moment aufgehört. Mit diesen... schwirrenden Gedanken um meinen Kopf trank ich den Drink, den Tsugumi ausgehändigt hatte. Ja, und du wirst irgendwie... rot. Bitte komm auch mal. Okay. Ja, danke dir. Ich werde wiederkommen. Ich wette, Osoma wird diese Szene lieben. Der findet sie garantiert. Da gehe ich jede Wette ein. Ich meine, ja, ich fand die Szene auch schön, aber... Ihr wisst schon. Muss doch irgendwo ein Monokuma sein. Weg da! Als nächstes gehen wir ins ultimative Detektivenlabor. Oh, hier komme ich auch durch. Oder, nee, hier geht's gar nicht weiter. Wetten, hier komme ich gar nicht durch. Diese Tür verstärkt wohl die Atmosphäre dieses Stockwerks nur noch. Sieht so aus, als ob sie sich nicht öffnen lässt. Ich denke, ich muss hier erstmal abhauen. Ja, die ist bestimmt für später irgendwann. So. Komm, das ist 100 pro Detektiv. Aber das werden wir uns im nächsten Part ansehen. Oh Mann, warum kann Kaede das nicht entdecken? Wäre viel besser. Das war Danganronpa V3 Killing Harmony. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.